Wir spielen Super Toastcard. 1.a.s. Super Toastcard. Zu einem neuen Part von Super Toastcard. 1.a.s. Und yo, wir haben heute folgende drei Strecken. So, was haben wir da? Einmal Twisted Library. Das ist brandneu, die Map. Also wenn der Part hier kommt, ist es gerade mal 2 Wochen alt, die Map oder so. Also ziemlich neu. So, wo haben wir sie denn? Twisted Library hier. Die fahren wir. Dann fahren wir nach der Map Trisand. Das ist die hier. Und zu der letzten noch The Old West. Wir schauen mal kurz, ob alles vorwärts rückwärts geht. Das hier geht nicht vorwärts rückwärts. Dann Twisted Library schaue ich auch gleich. Und Old West. Das wird wahrscheinlich bei D sein. Bei T. Wie The Old West. The Old Island. The Old West. Da geht's. Und bei. Wir fangen aber an mit Twisted Library. Da geht's auch nicht. Okay. Wir schauen aber mal, wie die Map, wie wir mit der Map klarkommen. Einfach mal 3 Runden gegen 4 Bots. Okay, es ist ein Library, wie es auch heißt. Eine Bibliothek. Bücherei. Spooky Thoughts. Ghosts and Ghosts. Argo. Oh Gott. Argo Fox irgendwas. Also die Map ist wirklich strange. Okay, gibt's mehrere Wege. Ach du Kacke. Wenn ihr mich kennt, das ist ein bisschen strange. Uff. Ich bin hart verwirrt hier. Es erinnert mich sehr an diese alten. Ja, wo fahre ich jetzt hier lang? Es erinnert mich sehr an diese älteren Bowsers Festungen irgendwie. Die sehen auch ein bisschen so aus. Und ich hoffe, das ist nicht copyright-geschütztes Lied, sonst, ja. Das Lied ist aber ganz nett. Ob es passt zur Map, weiß ich jetzt nicht. Ich blicke hier halt überhaupt nicht durch, wo es lang geht und so weiter. Geht es hier auch lang? Und hier kann ich auch lang fahren. Wie soll man denn diese Kurve nehmen? Und da fliegen immer alle runter. Aber rückwärts wäre die Map halt auch machbar. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr eingrenzen, wo man lang fährt, weil man das in meinen Augen nicht so ganz gut erkennt, wo man lang fahren soll. Die Map an sich macht schon Spaß, auf jeden Fall. Ich finde sie ein bisschen unübersichtlich. What the fuck? Wieso fahre ich hier die ganze Zeit runter? Ja, danke, danke für nichts, dass du mich direkt. Was ist denn jetzt hier? Direkt in Schutz gesetzt hast und ich mich jetzt hier. Ich schaff den Berg nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Ich muss das Anlauf nehmen. Das ist echt ein Witz. Junge, diese Kurve hier ist auch ein Witz. Ich will das jetzt hier mal probieren. Oh, komm. Wenn ich jetzt hier so mache. Das geht nicht. Und die Bots fallen bei der einen Kurve immer runter. Also. Mir bleibt leider, glaube ich, nichts anderes übrig, als Web 1,5 Sterne zu geben. Die fallen überall runter, die Bots. Die können, verstehen das nicht. Und ich verstehe es auch nicht. Ich bin kein Bot. Wie man auch auf der Artikel 13 Demo gehört hat, oft genug. Aber ich war nicht auf der Demo. Egal. So, ja. Die Rettungstaste ist nützlich, das habe ich gemerkt. Ja, ich würde 1,5 Sterne geben. Einfach aus dem Grund, dass einerseits die Map vom Design, vom Hintergrund erinnert mich sehr an, wie heißt es, Ribbon Road vom was war, aus welchem Game war das? Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube aus Mario Kart Super Circuit. Da war es auch so ein Hintergrund. Aber schaue ich das jetzt auch hier an. Die Steigungen sind nicht wirklich gemacht. Wenn man mal stehen bleibt, dann hat man es verkackt. Die Kurven sind sehr, ja, eckig und alles. Es ist zwar in Ordnung, aber ich weiß es nicht. Es ist, geht auch nicht rückwärts, was sehr schade ist. Und vom
von den Farben her und alles ist es auch nicht so hübsch. Und manche Kurven sind echt schwer und die Bots kommen gar nicht klar, also mittelmäßig klar und fällt so oft runter und I don't know. Schau, jetzt fall ich hier schon wieder runter. I don't know. Also, ich denke, die 1,5 Sterne sind eine gute Wertung. Wir machen jetzt weiter mit Tryzant. So, Tryzant ist hier. Da fahren wir 3 Runden. Okay. Egypt. Oh, Steine im Weg. Kommen die Bots überhaupt vorbei? Okay, das ist lustig hier mit diesen diesen Erhöhungen. Wo geht's denn hier lang? Ich hätte rüber können. Jetzt sehe ich es erst. Da war eine Abkürzung. Okay, das sieht cool aus. Muss ich ausprobieren. In der nächsten Runde. What? Ich muss runterspringen? Nein, oder? Junge, das haben sie doch sowas von den Wii Custom Tracks von Mario Kart Wii, oder? Junge, ist es aber hässlich, Alter. Was ist das denn hier? Ja, es ist safe aus Custom Tracks hier. Aber Junge, wie sieht das denn aus? Okay, das ist an sich ist es nicht blöd, aber irgendwie ist es halt auch nicht hübsch. Okay, Beastie chillt halt seit der ersten Runde da. Und das ist halt ein bisschen blöd. Okay, ich will jetzt da mal hinfahren. Diese sieht die Texturen so hässlich. Kann ich da nicht einfach so fahren? Jetzt mal Real Talk. Nee. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, verdammt, verdammt. Das gefällt mir nicht. Ja, ich denke, ich bin bei den 2,0 Sternen. Seht ihr, wie schlecht ich fahre und immer Dritter bin? Und vor allem, man weiß, ich würde, wäre cool, wenn hier so ein Pfeil wäre, okay, es geht nach unten. Man weiß nicht, wo es lang geht. Ich will aber oben mal landen, sehr schön. Aber was ist das für ein Part? Das ist einfach nur hässlich. Ja, die Idee ist nicht schlecht, aber wie gesagt, ich glaube halt echt, dass es irgendwie aus Mario Kart Wii irgendwie abgeklatscht ist. Dieses Ende hier finde ich sehr cool. Das könnte man in mehreren Super-Cut-Strecken auch mal reintun, aber dass die Bots hier auch nicht durchkommen, ist sehr schade. Aber wenn ich das mit der Map davor vergleichen würde, würde ich schon sagen... Na, ich weiß es nicht, ob ich da jetzt eine bessere Wertung geben würde als die Map davor, aber doch, eigentlich schon. Die Map ist schon irgendwie cooler. Hat zwar auch jetzt ihre eigene Art, würde ich sagen. Leute, ich war gerade im Wasser und bin wieder rausgesprungen, edel. Ja. Ich denke, ich bin entspannt bei den 2 Sternen. Allein wegen diesem Sprung am Ende, der ist einfach so cool. 2 Sterne für Tryzant. Rückwärts geht's ja leider auch nicht. Ja, aber ist auch ein bisschen verständlich, obwohl eigentlich warum nicht? Wenn man das ein bisschen andersrum macht, dann wird es auch gehen, denke ich. Gut, 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 gut. So, letzte Map für heute. Die geht aber vorwärts und rückwärts hier. Der Old West. Da fahren wir 3 Runden vorwärts und 3 rückwärts. Ui, das sieht cool aus. West, der Song von der alten Mine. Kommt ein Zug, das ist die Frage. Oh, da gibt es einen anderen Weg noch. Ja, doch, da kommt ein Zug. Ich höre einen Zug. Ich höre einen. Oh, die Map ist einfach schon jetzt schon cool. So eine Mischung ein bisschen aus Kalamari-Wüste von... Oh, ich fahre immer hinterher. Oder warte, ich bleibe mal auf der richtigen Strecke erstmal. Ein bisschen eine Mischung aus Kalamari-Wüste vom N64. Was schwebt da oben für ein Schild? Was soll das sein?
Dann aus von Shiny Superbs, also Hochglanz vor Ort aus Super's Cut. Und ja, und alte Mine von der Musik her. Kommt jetzt mal ein Zug eigentlich? I don't know, ich fahre jetzt trotzdem hier mal lang. Hä? Das ist falsch. Noch bin ich Erster. Was ist das denn für ein Weg? Gehört der hier so? Ich weiß es nicht, ob der richtig ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Weg stimmt hier nicht so ganz. Nee. Also den sollten sie mal wegmachen, weil was stand da irgendwas? Ja, es ist abgesperrt, okay. Aber dann sollten sie es ein bisschen besser absperren, finde ich. So, dann schaue ich mal, dass ich noch ein bisschen aufhole, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel erreichen kann. Aber zu kommt ja keiner, oder? Aber dieser Tunnel ist verdammt cool. Ich mag diesen Tunnel verdammt gerne. Da geht's nicht weiter, oder? Nee. Ich glaube, da kommt tatsächlich auch gar kein Zug. Da ist ein Zug. Wow, der sieht geil aus. Sieht echt gut aus. Warum der die Geräusche macht und nicht fährt, weiß ich zwar nicht, aber manche Sachen fliegen noch ein bisschen random rum. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber sonst, das Teil hier vielleicht könnte man noch zumachen, theoretisch. Dass man nicht auf keinen Fall falsch fährt. Aber sonst gefällt mir die Map verdammt gut. Wo komme ich eigentlich raus, wenn ich da drauf fahre? Okay, ins Nichts. Ach, das war vor, wo ich falsch war. Okay. Aber der Zug, der fährt ja nicht los. Der piept ja nur, soweit ich weiß. Der klingelt nur. Ist nett, ist auf jeden Fall nett. Also ich würde 2,5 Sterne geben. So viele. Aber ich finde die Map echt hat was. Wir fahren jetzt auch noch rückwärts. Und dann schauen wir da mal, wenn uns da jetzt nichts enttäuscht, sag ich mal, dann bleiben wir auf jeden Fall bei der Wertung. Okay, der Zug bleibt immer stehen. Ist okay. Vollkommen. So. Amazing. Dann würde ich sagen, machen wir die ganze Sache nochmal rückwärts. Und versuche jetzt mal möglichst schnell zu fahren. Also möglichst gut zu fahren. Die Musik passt, aber es ist eine eigene, vielleicht ein bisschen schöner, aber dennoch passt es voll. Ich will hier runterfahren, genau. Ich finde diesen Weg fantastisch. Ja, alle fahren den Weg, bis auf Amanda. Ich fährt den anderen Weg. Aber er ist echt um einiges schneller, der Weg hier. Krass. Das ist echt um einiges schneller. Ich fahre jetzt trotzdem in der zweiten Runde mal den anderen Weg und check da mal ab, ob die anderen mich easy überholen oder nicht. Okay, da könnte man auch abkürzen, wenn man einen Item-Switcher hat. Das ist auch cool da hinten. So, ich bleibe jetzt mal auf der Strecke. Mal schaut alle, wie schnell bin ich hier unterwegs? Oh, jetzt ist verkackt. Ja, ist gut. Noch ein paar Sachen, die mich langsam machen wollen. Vielleicht. Dieser Kaktus, das ist geil, uff. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Nitro gegönnt.
und booste hier immer schön lang. Oh, ein Item-Switch. Schaffen wir jetzt das noch wahrscheinlich eher nicht. Aber da links werden es Items. Da links, da seht ihr es ja genau. Wenn man da eben einen Item-Switch hat, kann man da schön durchfahren. Das ist ganz cool. Aber ich muss sagen, beide Wege gefallen mir sehr gut. Aber ich fahre trotzdem nochmal den hier, weil ich diesen Tunnel so gerne mag. Dieses Fahrerlebnis ist schon da, es gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was hier in die Richtung nicht so super ist, ist, dass man hier jetzt, wenn man es nicht weiß, wahrscheinlich geradeaus weiterfahren würde auf den Schienen. Aber man muss halt auf jeden Fall rechts fahren hier. So, ich hebe mir den mal auf hier, diesen Item-Switch. Für später, also für jetzt gleich da. Geil. Sehr, sehr geil. Ja gut, das war jetzt natürlich nicht so schön, aber sonst perfekt. Ziellinie ist da oben gemacht. Doch, mir gefällt die Map echt gut. Ist echt knapp am perfekt sein. Das finde ich echt schön, gut gelungen. Respekt an den Map-Ersteller. Der hat es geschafft, so ein bisschen eine Map zu kreieren, die auch ein bisschen älter aussieht in meinen Augen. Aber dennoch echt cool. So. Dann würde ich sagen, checken wir mal ab, was auf der Webseite abgeht. So. Muss ich nur anmelden? Ne, passt. Okay, dann machen wir mal Twisted. Einen Moment, machen wir das jetzt mal aus. Super Discard ausmachen. So. Twisted Library. Gebe ich 2 Sterne, also 1,5 Sterne. Mehr bleibt ziemlich da. Auf dem Status. 2020, 11.3. Skindor Mimis. Version 4 schon, okay. Free to use, alles. Amazing. Nette Map auf jeden Fall. Aber jetzt nicht so besonders, also ja. Also 1,5 Sterne hatte das, Trizend. Da hatte ich 2,0 Sterne. Auch von demselben, von dem anderen Skin Domains. Zippersand. Okay, original, okay. Okay, das ist am 12.3., also noch neuer. Und dann haben wir hier noch The Old West. Okay, es gab es anscheinend schon 093 anscheinend schon. 2,5, ich gebe hier 3 und das hat echt eine gute Wertung. Von Lutzki, kenn ich, also halt vom Namen her. Und yes, eine sehr schöne Map. Und ja, es ist nah am Perfektsein dran auf jeden Fall. Eine sehr coole Map, mag ich gerne. Genau, dann würde ich sagen, was ist von der Folge von SuperDuskurt. Und ja, dann mache ich den Ton hier noch kurz aus, sonst überlappt sich das mit dem Outro. Und ich sage, vielen lieben Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen, Dankeschön, ciao!